Ich interviewe immer alle Hermann gern. Hast du ein besonderes Vorbild? Schreiber, Skifahrer, Politiker? Hermann Mayer. Hermann Mayer. Ja? Was kann man auch über dich sagen? Bist du ein Schreiber sonst? Oder war das eher so eine Hausübung, wo die Frau Lehrer gesagt hat, mach meine Gemeinschaftsarbeit, ehrlich? Ja, Aufgaben. Aufgaben warst. Naja, hat man halt gemacht, wenn es jetzt so sein soll. Aber hauptberuflich möchtest du mal werden, der Goliator. Bei welchem Verein spielst du? Christen. Christen. Welcher Liga spielt ihr? U15. U15. Dieser Mann macht Karriere. Schauen sich diesen Burschen an und vielleicht irgendwann einmal im Fernsehen. Du hast einen prominenten Nachbarn, der wohnt zwar jetzt in der Nähe von Wien, aber er kommt aus Rheinsberg. Ich begrüße den Agrarlandesrat Josef Plan. Opa Herbert, schönstes Weihnachtsgeschenk. 4 Tage vor Weihnachten, am 20. Dezember, war der kleine Franz gerade dabei, die Weihnachtsgeschenke für seine 2 großen Brüder, seine Eltern und seinen Großvater zu basteln. Für jeden Einzelnen ließ er sich etwas Spezielles einfallen. Zum Beispiel ein großes Foto mit selbst angefertigtem Rahmen für seine Geschwister oder die gut gelungene Vase für seine Mutter. Nach 2 anstrengenden Bastelstunden fehlte nur das Geschenk für Herbert, den Opa von Franz. Lange überlegte er und grübelte eine Weile vor sich hin, doch dem Jungen fiel einfach nicht das Richtige ein. Auch die Idee, neue Schnapskarten zu besorgen, fiel flach, denn so viel Geld hatte der 6-Jährige nun auch wieder nicht. Schließlich kam er zu dem Entschluss, erst einmal eine Nacht darüber zu schlafen. Glücklicherweise hatte er noch ein wenig Zeit. Die Tage vergingen und die Bescherung rückte unaufhaltsam immer näher. Letztendlich war es dann soweit. Franz stand am 24. Dezember noch immer ohne Geschenk da. So wie jedes Jahr bekam Franz auch heuer wieder als Erster seine Geschenke. Doch er konnte sich nicht wirklich darüber freuen, denn in seinem Inneren spielte sich eine Phase der Unsicherheit ab. Wie wird Opa reagieren, wenn er kein Geschenk von mir bekommt, dachte Franz. Dann kam der entscheidende Moment. Sein Großvater packte alle Geschenke aus, unter anderem auch Schnapskarten von Franz' Bruder. Als alle auf sein Geschenk für Opa warteten, hielt er es nicht mehr aus. Franz fing an zu heulen, rannte zum Großvater und umarmte ihn in seiner Verzweiflung. Aber Junge, du hast mir doch auch heuer wieder etwas geschenkt, meinte Opa Herbert, worauf ihn alle anstarrten. Du hast mir dein ganzes Leben lang und auch heuer wieder immer Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft geschenkt. Stundenlang mit mir Karten gespielt, mit mir gelacht und außerdem bist du ein gesunder, fröhlicher Junge. Das ist das schönste Geschenk, das du mir überhaupt machen kannst. Dann wurde es still, sehr still. Plötzlich fing Opa Herbert an, Stille Nacht zu singen und alle stimmten ein. Somit wurde es für Franz doch noch ein wunderschönes Weihnachtsfest.